meine, ich gönne jedem seine Karriere. Soll jeder Milliardär werden und der Kaiser von China? Das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, wie macht man Karriere in Deutschland, obwohl man nichts taugt? Da gibt es ja auch viele Beispiele. Ist ganz wunderbar und einfach. Und es ist wichtig, dass wir das einfach auf den Tisch legen und sagen, das hat in Deutschland System. Wir haben in Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine negative Elitenauslese. Und gut ist, ja, nach 70 Jahren merkt man das. Da stehen wir heute. Nehmen wir uns mal die deutschen Leitmedien, die großen vor. Mhm. Wem gehören die denn? Wer steht denn da an der Spitze? Wer sind denn so die Namen, die da in diesen Eliten zirkeln und sozusagen offenbar sogar mehr Einfluss als unsere Politiker haben? Ehrlich gesagt, das könnten wir jetzt machen, aber ich halte das gar nicht so richtig für zielführend. Ich glaube, wir können natürlich von Holzbrink bis sowieso anfangen, Namen aufzuzählen. Mich interessiert nicht so sehr der Name. Das ist Familie Augstein beim Spiegel. Das ist ja auch sehr interessant, nicht? Der junge Jakob Augstein lässt manches Systemkritische raus, aber er ist Erbe eines Ladens mit einer verlogenen Redaktionspolitik. Das ist natürlich faszinierend. Im Prinzip geht es ja um das System, das solche Sumpfblüten hervorbringt und gut ernährt. Zugänge zur korrupten Politik, Zugänge zu den Fleischtöpfen der Industrie, die abhängig ist und gut verbandelt mit der Politik. Medien sind längst, Joint Vision 2020, ein Teil des Kampfbetriebs der US-geführten NATO geworden. In diesem Rahmen müssen sie erfüllen, wie Unternehmen auch. Und wer heute als Unternehmer mal gegen ankickt, der muss sich ganz warm anziehen, dass er nicht seine Aufträge verliert, dass er nicht plötzlich geschnitten wird, dass er nicht seine Firma eigentlich an den Nagel hängen kann. Und ich kann etwas sagen, das ist brandneu. Es gibt ein Netzwerk in Deutschland. Es gibt ein Netzwerk in Deutschland, das weit in die Finanzkreise reicht und weit in die deutsche Industrie. Sehr etablierte Namen, die werden gegen diesen Dreck gegen anstinken. Frau Merkel, Ihre Tage sind gezählt. Wir mögen Sie nicht mehr. Ja, wir haben genug von Ihnen. Das ist der Punkt. Wir haben einfach von diesem Dreck genug. Und das kommt auf einem ganz hohen Niveau. Erstaunlich, wer alles dahinter steckt. Das ist international. Nicht nur in Deutschland merken Firmen und Banker und andere, was das für eine Riesenschweinerei ist, der sie da angehören. Und es ist vollkommen klar, dass wenn das Kraft gewinnen sollte, und ich werde von mir aus alles tun, damit das so wird, dass diese Sache durchaus geeignet und in der Lage ist, einem solchen System den Hahn abzudrehen. Denn darum geht's. Es geht darum, ist es über das letzte Jahrzehnt, seit ich hier auch sitze, bei Nuoviso, immer darum gegangen, den Mittelstand aufzuwecken und den oberen Mittelstand aufzuwecken. Ganz oben sitzt eine sehr korrupte Milliardärsschicht und auch nicht von denen sind alle falsch. Die begreifen das auch, die wissen nur nicht, wie raus. Das ist das Problem. Und ich glaube, da gibt es ein neues Denken. Wir könnten da sehr stark gewinnen. Umso wichtiger ist, dass wir an der Basis, da wo Menschen sich engagieren, in den Montagsdemos, in den kritischen Medien, ob das Kompakt ist, ob das Ken Jebsen ist, ob das irgendwas anderes ist, klar sind, diese Leute müssen beschützt werden. Vor den Kraken des Systems. Und das sind natürlich Gerichte und das sind Medien und das sind Jobcenter und alles Mögliche, was da zusammenarbeitet, um Menschen zu unterdrücken. Und ich weiß ja, dass die seit Jahren an kleinen Figuren, die unbekannt sind, üben, um sich nachher an Typen wie Ken Jebsen oder mir auszutoben. Ja? Oder an Jürgen Elsässer. Darum geht's doch. Und das muss einfach klar benannt werden und dann muss man anfangen zu kämpfen. Und dann wird man auch sehr schnell feststellen, dieses System ist wesentlich feiger und wesentlich weicher, als wir das vorstellen. Es wird am Ende seiner Tage zusammenbrechen mit einem hässlichen Quietschen. Und sehr schnell, sehr schnell. Dinge aufzeigen und kämpfen.